Ja, hallo zusammen. Willkommen zu meinem Bonus-Part von Tenchu Wrath of Heaven. Und ja, genau, nachdem ich jetzt Akuji the Heartless letzte Woche zu Ende gebracht habe, wollte ich noch, hab ich euch ja auch versprochen, den Part von Tenchu Wrath of Heaven hochladen. Den Bonus-Part. Und da brauche ich jetzt keine Dings. keine Demo, sondern einfach nur Tenchu Wrath of Heaven. Und ja, genau. In diesem Bonus-Part geht es darum, ich habe jetzt einmal dieses Bonus-Level, ist das freigeschaltet, da gab es so einen Code für. Und es gibt wohl noch so ein Demo-Level, da gibt es auch einen Code für. Den habe ich mir aufgeschrieben. Oben, unten, rechts, links, XXX. So, dann schaue ich mir doch jetzt erstmal das Demo-Level an. Ne? Ah, da kann ich aussuchen, wenn ich haben will. Na, ich würde sagen, spiele ich mit dem guten alten Rikimaru hier. Und ja, wie gesagt, da bin ich wieder mit meinem Bonus-Part. Oder auch nicht. Moment mal, hä? Hat das jetzt nicht? Was ist das? Layout 2? Hä? Nee. Das hat irgendwie nicht funktioniert mit dem Demo-Level, oder? Was ist denn das? Layout 1, Layout 2? Ach so, nee, nee, das hat nicht geklappt. Ja gut, aber ich glaube, es ist nur das Demo-Level. Ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Das Wichtigere ist das andere Bonus-Level. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Was habe ich denn jetzt hier gedrückt? Hallo? Das Spiel ist immer wieder überraschend. Ach ja. Ah, das ist das Demo-Level, oder was? Oder was ist das hier? Das ist das Demo-Level, ja. Okay. Aber eine Sekunde, ich muss hier gerade mal die Controller-Konfiguration etwas ändern, weil der hat mir die Steuerung verhauen. Gut, dann sage ich mal bis gleich, Freunde, ja? Okay. Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder. ja. Ich habe es jetzt erstmal ein bisschen eingestellt hier. Ja, also wieder die ein. Oh. Okay. Rede ich gleich weiter. Toll, das war's schon. Okay. ja, wie gesagt, also ich habe wieder hier Einstellungshölle. Weil ich doch zwischenzeitlich meine PS2 auf ein anderes Spiel schon umgeschaltet habe. Aber ich will ja das hier erst noch beenden. Genau, dann wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier für ein Level? Oh, die Karte sieht ja geil aus. Die sieht richtig stylisch aus. Okay, da sind zwei Typen, habe ich schon gesehen. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, aber ein bisschen Einstellungshölle. Weshalb, ja. Und dann auch noch bei dieser Hitze, ey. Boah, Freunde. Draußen sind 40 Grad und ja. Keine Ahnung. Und ich habe ja gerade irgendwelche Soundruckler, das gefällt mir auch nicht. Aber das war ja, glaube ich, in diesem Level normal, ne? Genau. Das kennen wir noch. Das ist dieses Bonus-Level. Ich guck mal, wie sich das jetzt gleich spielt. Aber erstmal den hier killen. Genau, zack. So. Dann mach schneller, Rikimaru, geh schnell weg. So, ja. Gut, wie gesagt, Bonus-Level von Tengshu. Ich freue mich. Bin mal gespannt, was mich hier erwartet. Man hat ja noch nichts gesehen. Außer dass ein Zaun eingestürzt ist. Und ja, genau. So sieht's aus. Ich gehe mal hier hoch, mal gucken, ob hier oben irgendwas ist. Ich glaube zwar nicht, aber ja, einen Moment. Ich muss auch noch mal ganz kurz schauen, ob der aufnimmt tatsächlich. Und er nimmt auf. Sehr schön. So, ja. Wie gesagt, an alle, die drauf gewartet haben, hier ist es nun. Das ominöse Demo-Level, genau, das ist nicht das Bonus-Level, das ist das Demo-Level, genau. Dann machen wir einen großen Sprung darunter. Dann schaue ich mal, was es hier noch so gibt. Es soll ja nur Demo sein, angeblich. Dahin. Sehr schön. Und ja, genau. Spiele ich noch ein letztes Mal hier mit Rikimaru. So ein paar Level durch. Oh. Okay. Neue Katze hier. Was machen die denn da, ey? Die vergewaltigen wieder da irgendeine Frau oder was? Ich hoffe, dass das reicht. Nein, es reicht natürlich wieder nicht. Shit.
Da war ich zu ungeduldig. Boah, krass, die schießen 4 Pfeile, okay. Na, ich glaube, bei diesen Levels jetzt ist die Statistik nicht mehr so wichtig. Ja? Das ist ja in Anführungsstrichen nur ein Demo-Level. So, der kommt hoch. So, weg mit dem. Ah, Penner. Hat er mich entdeckt. Naja, schauen wir mal weiter. Ich weiß auch noch überhaupt gar nicht, wo ich hier hin muss. Mir ist das alles sehr neu für mich. Oh, aber ich glaube, das war einfach nur, um mal die Spielmechanik. Oh Gott. So, zack. Ich glaube, dieses Level ist einfach nur da, um das Spiel ein bisschen zu erklären. Ich weiß jetzt halt auch nicht. Ja, hier muss ich. Ah ja, okay. Ah, die Endgegner. Okay. Oh Gott. Ich nehme mal das, komm. Nimm das. Okay, und dann lauf weg. So. Schleich die jetzt mit den eigenen Waffen hier. Zack, zack. Zack. Ui, zack. Komm schon. Zack. Genau, eins. Ein Hitpoint noch. Ja, wie gesagt, das hier ist das Demo-Level. Das soll echt nur die Spielmechanik ein bisschen, ja, näher bringen. Ich habe hier komische Lags, das gefällt mir gerade gar nicht. So, hier werden die Endgegner gezeigt anscheinend, wie Endgegnerkämpfe ablaufen. Und ja, genau. Die haben wir souverän erledigt. Looks like you chose the wrong party to crash. Ach, der schon wieder, okay. I'm always crashing parties. It's what I do. Well then. Let's see what you are made of. Ja, jetzt kommt noch der andere Gegner. Ja, das hätte ich wissen müssen. Das hätte ich wissen müssen, Alter. Boah, so, nimm dein richtiges Schwert, Rikimaru. Und dann... Komm her! Oh, Junge. Aber mit Rikimaru kann man schöne Kombos machen. So. So, und... Zack. Ah, schade. Uff. Alter Schwede, ich habe doch keine Health Potion hier. So, zack. Nein! Oh Gott, ey. Geht der mir jetzt auf den Sack, oder was? Oh. So, und das trifft nie. Oh. So, dann gehen wir wieder hier zwischen und hier hoch am besten. Ah, das geht nicht. Oder doch? Ja, das geht. Okay, nicht schön. Okay, so, 35 Hitpoints. Okay, dann schauen wir mal, was der hier oder hier rumläuft. Den Typen kennen wir noch vom allerersten Mal Tenchu, Wrath of Heaven. Und die Mucke, die ist so geil. Passt jetzt zwar überhaupt nicht zu so einem Taktik-Sneak, aber... Oh Gott. Nee, 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 nix. Zack! Ah! Oh shit. Alter, das kann jetzt nicht sein, ich bin tot! Oh nee, Alter. Nee, Freunde. Oh, okay. Ja. Ich bin im Demo-Level gestorben. Jo, Freunde. Aber ich würde sagen, den killen wir gleich noch. ja, ich würde sagen, ich schneide euch wieder rein. Also bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Bei dem Typen hier, das ist ja wohl lächerlich, dass der mich gerade gekillt hat. Jetzt mal ehrlich. Na, egal, komm. Dann... Am Essen! Oh. Ah, scheiße. Ich habe irgendwie die Steuerung... Ja, ich habe die Tastenbelegung anders gesetzt. Deswegen... Jetzt komm, steh auf! Ah, der blockt alles ab, die Sau. Und zack, zack, zack. Ne, der blockt alles ab. Oh Gott, lauf! Lauf, ey. Ey, dass ich hier im Demo-Level so... so massakriert werde, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ja, ist schon nicht schlecht, also... krass. So... Macht der? Wo ist denn der? Ja, dahinter. Ah ja, jetzt hat er mich schon wieder. Nee, Freunde, wisst ihr was? Jetzt mache ich ein jetzt lade ich ein Safe State. Ganz einfach. Weil ich will doch nicht jedes Mal hier. Nicht im Bonus-Level. So verkacken, jetzt mal ehrlich. Ey, ich krieg den nicht. Das ist doch nicht deren Ernst. Ich krieg den nicht. Es tut mir leid, wenn ich jetzt ein paar Mal hier ein Safe State lade, aber dieser Kampf, der kriegt mich gerade echt auf.
Es soll doch einfach nur ein schöner Bonus-Part werden und dann kommt hier so eine Scheiße auf mich zu. Ja, dann schlag halt. Der wehrt auch alles ab, ne? So. Zack, 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 zack. So, jetzt habe ich dich aber. Jetzt habe ich dich aber. Ach, das war sowieso nur so ein Demo-Kampf. Ja, toll. Na dann. Dann würde ich sagen, Freunde, das war jetzt so ein bisschen wieder warm werden mit dem Spiel. Gehen wir jetzt mal in das richtige Bonus-Level. Und zwar heißt es Through the Portal. Also durch das Portal. Da bin ich ja mal gespannt. As the castle collapsed, the only way to escape was to jump into the portal that Mayo fled into. Inside the portal was a separate universe, a world in which a large biotech pharmaceutical company created a deadly disease and sold the cure for a large profit. Many civilians could not afford the cure and died. The government's auditing of accounting procedures led to the unveiling of large fraud. But the CEO bribed his way out of jail. The CEO must be punished. You must punish the evil CEO. Oh, okay, krass. Krasses Level. Das, die Story erinnert mich ein bisschen an Resident Evil. Also irgendeine Firma, so Umbrella-mäßig, hat ein Virus erfunden und der ist nicht gut für die Menschen. Und wir sollen jetzt den, wow, den CEO von dieser Firma finden. Wow, das ist ja geil hier. Ah, da ist dieses Portal, okay. Genau, wir haben ja Leighton Lord Mayo gekillt. Und der ist halt durch ein Portal gekommen. Durch dieses Portal sind wir jetzt gegangen. Und das führt uns hier hin. In die moderne Welt sozusagen. Das ist ja geil. Wir sind als Super Ninja hier in der modernen Welt. Das ist doch mal geil hier. Was ist das denn? Nix, okay. Das ist doch mal richtig nice hier so. Ist das irgendwas? Nee, okay. Ah, wie geil ist das denn jetzt? Hier so richtig so mit schönen Hochhäusern und so. Krass. Krass, das ist doch mal ein geiler Part jetzt hier. Das lohnt sich doch wirklich. So, und da kommt ein Gegner. Das sind Bullen. Das sind Bullen, okay. Ah, scheiße, der hat mich direkt entdeckt, ey. Ah. Zack. So. Das sind Bullen. Okay, das ist mal interessant. Das ist mal geil. Das sind Bullen. Okay. Zack, zack. So, und... Zack. Ah, Mann. Komm jetzt. Kill ihn. So. Alter, das sind... Wir kämpfen gegen Bullen? Nee, das kann nicht sein. Das sind keine Bullen. Das sind hier Mitarbeiter von dieser Firma anscheinend. Boah, das ist geil. Geile Mucke auch. Boah, das ist doch richtig cool. Damit hätte ich jetzt null gerechnet, dass hier nochmal sowas... So ein Level kommt. Also, wow. Krass. Geil. Das sehe ich auch mal. Eine geile Idee von den Entwicklern. So einen geilen Twist hier bei dem Spiel, ey. Okay, geschafft. Sehr geil. Okay. So. Die sehen aus wie Bullen. Ich kann es nicht ändern. Die sehen aus wie... Das sind Cops, oder? Das sind Cops hier. Ja, ja. Hat der im Knast gesessen, der Lord Mayo? Oder was ist los? So, ja, toll. Jetzt bin ich... wieder hier am Anfang. Hä? Ah, die Mucke ist geil. Aber nee, hier kann ich nichts anfangen mit. Okay, dann muss ich jetzt irgendwo weiter. Ah, hier geradeaus rein. Ah, alles klar. Sehr geil, okay. Nee, das ist ja mal eine richtig super Idee von den Machern. Also, nicht schlecht. Ja, was? Was? Oh Gott. Ah, da. Okay. Alter Schwede. So, dann versuche ich den mal wegzusneaken gleich. Oh Mann. Boah. Und dann... Ah, ich muss mich echt an den anschleichen, ne? Wenn sich das rumdreht, ja, dann ist der fällig. Und so, weg mit dem. Ha, geil. So, zack. So, ich muss aber leider noch einmal kurz gucken.
Ja, alles gut. Und alles auf, das ist gut. So. Ja, genau. Und dann... Nee, nee, nee. Ich muss doch... Hä? Ich muss mal gerade mal gucken hier. Ah, hier. Okay, ja. Mhm. Einmal ganz kurz... mein Ohr kratzen. Ach, das ist... das ist dieses heiße Wetter, ey, Freunde. Dieses Wetter macht mich echt fertig. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber die, so eine Hitze hier in Deutschland auch noch. Wow, das ist ja... Wo bin ich hier? Kann ich hier hoch? Ich kann hier hoch, oder was? Ja, geil, okay. Hier oben rein. Ja. Hä? Nee, hier kann ich nicht rein. Oh Mann, schade. Warum geht's dann hier hoch? Dann frage ich mich jetzt ernsthaft... Ah, hier hinter. Alles klar, ich verstehe schon. Hinter sind so Röhren. Ah, da hat mich natürlich direkt einer entdeckt. Ey, fuck. Ja, natürlich haben die... natürlich hat er eine Knarre, Alter. Das ist ja... Alter. Natürlich hat er eine Knarre, der Bulle. Ist normal in Amiland. Ja, genau, wir sind in Amerika, okay. Das ist immer sehr krass, also wow. Wow, sehr geile Idee, aber der hat mich jetzt zum zweiten Mal entdeckt. Und, nein! Und, ich bin Azuma Ninja und du bist nur ein gewöhnlicher Kopf. Also ich bitte dich. Und zack. Und zack. Nee, nee. Und zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, oh, Alter Schwede. Okay. Ich weiß halt... was ist denn jetzt los? Warum läuft der die ganze Zeit nach rechts? Was haben wir denn hier noch? Ich gehe von einem weg. Ne, hier geht's nicht rein. Okay. Dann eine Sekunde. Vielleicht... dass ich hier oben irgendwo hin muss? Nee, Quatsch. Dann frage ich mich jetzt aber ernsthaft... ah, ich habe eine Idee. Ich muss mich ja echt mal gerade zurechtfinden. Das ist ja richtig geil hier. Ey. Wow. Tenshu in der modernen Welt. In irgendeinem Prison in... Prison in Amerika. Okay. Nee, da, ah, da unten ist noch ein Gegner. Okay. Ich, wisst ihr was? Ich nutze mal den Giftreis. Ja! Gleiche Mechanik, geil. Okay. Zack, weg mit dem. Hier komme ich ja her, hä? Oder? Nee, das ist... ah, da hinten ist noch einer. Okay. So, Frage ist jetzt aber... wie komme ich da hin? Ah, hier oben drüber. Oder was? Da oben, da ist doch so eine Kante, oder nicht? Hä? Spiel, verarsch mich nicht. Egal, geh mal wieder da hoch. Ey, das ist ja... oh. So, da muss ich jetzt echt mal gucken auf die Karte. Ist das hier oben? Ja, nee. Nee, nee. Ach man, jetzt hört man auf mich die ganze Zeit zu sein. Das ist ja nervig. Hallo. Halt dich da eine Stange fest, ja. Sehr schön. Der ist ja richtig geil gemacht hier, ey. Jetzt bin ich wieder hier lang. Und dann irgendwie hier links durch. Oder wo ist denn das hier? Hm, nee, also in diese Tür komme ich ja nicht. Boah, Freunde, mir ist so warm, ne? Das geht ja gar nicht, ey. Boah. Ich schwitze hier echt. Die Buchse voll. Kann ich hier nicht rein? Das muss gehen. Vielleicht mal Shuriken. Nein, das trifft mich selber. Ernsthaft? Hä? Moment, das kann jetzt aber echt nicht sein. Geh nochmal runter. Und dann... keine Ahnung. Wo soll das sein? Wo soll das hier sein, meine Freunde? Hier kann man, das kann man auch nicht aufstechen oder so. Hier?
Nee, das ist nix. Das ist... Ich geh nochmal dahin. So. Kann ich mich da an diesem Gitter festhalten vielleicht? An dem Stacheldraht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Ja, jetzt sieht er mich wahrscheinlich. Nee, okay. Wie komme ich da rein? Wie komme ich... Da oben ist doch eine Kante. Ich sehe da doch die Kante da oben. Ah, ja, genau. Boah, zack. Genau, ich hab's gefunden. Okay. Jo. Okay, dann geht's mal weiter. Hier auf die Rohre. Und dann erstmal den Typen da unten killen. Erstmal. So, da unten. Giftreis. Und nein! Oh, Gott sei Dank. Das war ganz schön knapp. Boah. Das war aber stylisch. Schön. Rückwärts gerollt und dann nebenbei gekillt. Der war geil. Das war geil. Okay. Jetzt muss ich irgendwie wieder hier hochkommen. So. Genau so. Genau, ja. So, da muss ich mal gucken, wie ich hier weiter reinkomme. Reinkriechen. Genau. Okay. Ich hab's doch. Bin ich jetzt hier? Oha, Parkhaus oder was? Ich komme mir echt vor wie bei Resident Evil gerade. Resident Evil 2. Die Bullengegner. Ja, ja. Drei Stück! Will mich verarschen. Wollen mich verarschen? Drei Gegner. Oh Gott. Drei Gegner. Du Scheiße. Was soll das denn? Ah, einer hat entdeckt. Einer hat entdeckt. Ja, ist egal. Komm. Boah, drei Gegner, ey. Heftig. Okay. Der andere kommt da. Bisschen Route beobachten. Ah, jetzt hat er die Leiche entdeckt. Okay. So, dann beruhigt euch mal, Freunde. Ich schmeiß das doch nicht so blöd. Jetzt mal ehrlich. So. Der eine steht da an der Wand. Ist gut. Und. Nein! Ah, Scheiße! Jetzt haben sie mich entdeckt. Oh Mann, fuck. Oh. Oh Mann, das wird. Scheiße. Scheiße. Oh Gott, ich hab Schiss vor denen irgendwie. Der schießt seinen Kollegen. Nee, das ist. Der schießt seinen Kollegen nicht ab, der trifft mich durch seinen Kollegen durch, ey. Das ist so unlogisch. Oh Gott. Ah! Ah! Oh Gott! Okay, gut. Boah. Ich hab meinen Heiltrank jetzt verbraucht. Du mit deiner scheiß Knarre, ne? So, du bleibst mal da. Uiui, das ist ja krass hier. Ah. Lauf! Oh mein Gott. Und hab und ruckel bitte nicht spielen, ey. Oh Mann. So, und. Ah, diese scheiß. Der mit seiner scheiß Knarre hier, ey. Oh Gott. Was soll das denn? Ne, jetzt sind die fast tot. Jetzt kill ich die so. Ja, da kommen sie. Oh Gott. Was ist das denn, ey? So, der ist weg. Wieso macht ein Bulle Schwertgeräusche? Macht doch keinen Sinn so. So. Meine Fresse, ey. Hier rein, oder was? Ist das für... Ah. Was? Hier ist irgendwo noch was. Hier ist irgendwo noch was. Haben die Bullen irgendwas an Schlüssel oder so? Wenn ich da durch diese Tür reinkomme. Ah, was ist das hier? Ah, hier bin ich reingekommen. Okay, boah. Ja,
an den Schweiß von der Stirn wischen. So, okay. Ja, dieser Part könnte was länger werden. Aber ich glaube, das ist ein Bonus-Part. Das ist so gewollt, denke ich mal. Kann ich hier rein? Nee, auch nicht. Also durch Türen kann man anscheinend nicht rein. Also reinkriechen, alles klar. Dann sind wir schon fast am Ende. So, da ist irgendwo einer. Oh Gott, ich trau mich echt nicht hier raus, ey. Und dann direkt hier drüber gucken. Ach krass. Nee, hier ist nichts. Ah, guck mal, da unten. Ah, hier drunter, schaut mal. Wir sind hier in so Lüftungsschächten. Ja, wie es halt Ninja-mäßig ist. Ein bisschen Solid Snake hier. Oh Gott, aber wie soll ich das denn machen? Ah, oh Gott. Boah, Gott sei Dank. Alter Schwede. Ah, hier haben wir eine... So, und solche Maps. So. Ja, mich war ein bisschen auch an Dino Crisis irgendwie. Kennt ihr das Spiel? Das ist geil. Dino Crisis, ja, werde ich vielleicht auch noch irgendwann mal spielen. Das sieht so ähnlich aus auf jeden Fall. Okay, dann nimm mal den Giftreis. Nein, warum sieht er mich denn? Verdammt, ey. Das kann doch nicht wahr sein, dass mich hier jeder entdeckt. Es kann doch nicht sein, dass mich hier nicht jeder entdeckt. Wie kann der Bulle... Asumaninja Schwertschläge verteidigen. So. Ja, wenigstens ohne Damage. Also die Statistik ist mir hier relativ egal. Sekunde vorher. So. Oh, hier sind Aufzüge. Schaut mal. Geil. Okay. Nächstes Stockwerk. Okay, krass. Ich will aber nicht wieder hier raus, ja. So, dann schauen wir mal weiter. Oh Gott. Und zack, der ist schon mal weg. Sehr schön. Okay, alles klar. Weiter geht's. Ah, schau mal. Der Endboss, oder was? Der böse CEO. Was ist denn mit dem los? Rote Augen. Oh, 200 Hitpoints. Sind die denn des Wahnsinns? Sind die verrückt? Die wollen mich doch verarschen. Boah, 200 Hitpoints. Das gibt's doch nicht. Ja, komm, greif an. Ah, ich habe mich gerade umgedreht. Komm, greif an. Der greift nicht an. Okay, dann muss ich halt angreifen. Ah, fuck. Nein. Oh. Alter, scheiße. Und ich habe meinen Dings noch nicht dabei. Dings nicht mehr. Zack. Ey, Alter. Moment mal. Uff. So. Dann. Oh! Alter Schwede. Oh Gott. Junge. Uff. Okay. Boah. Nee, ich bin gestorben. Scheiße, Freunde. Scheiße. Okay. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns da bei dem wieder und dann probiere ich den nochmal zu killen. Also bis gleich. So, Freunde, ja, da bin ich wieder und ich habe den jetzt gekillt und boah, schaut euch mal an, wie knapp das war, Alter. 4 Hitpoints. Alter Schwede, das war nicht schlecht. Krass, okay. So, was geht jetzt? Ich hoffe nicht noch ein Kampf, ey. 200 Hitpoints. Oh. Oh, Cutscene, geil.
Ah ja, okay, das war's. Schleiße, ja, ich weiß. 170 Punkte, ey. 28 war entdeckt. Ja, das war auch, keine Ahnung, dem Umstand geschuldet, dass ich jetzt seit ungefähr 3 Wochen nicht mehr gespielt habe. Es tut mir leid, dass ihr da was Besseres erwartet habt, aber was soll man machen? Was soll man da machen? Okay, gut, dann speichere das nochmal. Also, sehr geiles Level auf jeden Fall, also in der modernen Welt und so. Das war's. Ach, okay. Gut. Ja, Freunde. Diese Erweiterung, die wir jetzt gesehen haben mit dem Level, das fand ich sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall, also auch mit der modernen Welt und so. Und ja, wie gesagt, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch hier dieser Bonuspart, auch wenn er wahrscheinlich etwas länger wird. Aber das ist ja normal bei Bonusparts, ne? Und ihr habt drauf gewartet und hier ist es nun. Hier war es nun und ja, genau. Und schlussendlich doch ein endgültiges Ende zu Tenchu Wrath of Heaven zu finden. So. Ja, wie gesagt, ein sehr geiles Spiel. Auch sehr, sehr ideenreich und detailreich. Und was die Entwickler sich da haben einfallen lassen. Also, wow. Das war schon echt geil. Und am Ende nochmal ein richtig anspruchsvoller Kampf. Boah, ich habe ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um den mal down zu kriegen. Naja gut, Freunde. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal, dass ihr alle zugeschaut habt bei Tenchu Wrath of Heaven. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Projekt wieder dabei sein würdet. Das ist wahrscheinlich Destruction Derby Arenas, ein Zerstörungsrennspiel für die PlayStation 2. Gut, Freunde, würde ich sagen. Demjenigen, dem es gefallen hat und ja, der Spaß hatte, lasst doch ein Like oder Abo da. Gerne. Und ja, wie gesagt, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Tenchu Wrath of Heaven. Und ich werde wahrscheinlich noch den anderen Tenchu-Teil spielen, der für die PlayStation 2 rauskam. Ich schau mal gerade, wie der nochmal hieß. Sekunde mal. Tenchu Fatal Shadows, genau. Tenchu Fatal Shadows werde ich vielleicht noch spielen, aber das muss ich nochmal sehen. Gut, Freunde, okay, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute und würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Ciao, ciao.